Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Dennis Gaming zu einer neuen Folge Landkreis Rostock hier im Landwirtschaftssimulator 22. Wir hören sozusagen da auf, wo wir letztes Mal, nee andersrum, wir fangen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, also mehr oder weniger. Der Drescher ist hier auf dem Feld unterwegs. Ich bin jetzt hier einmal lang gedonnert zum Abtanken. Ja, der hat sich gemeldet, ist voll. Ah, warte. Eine Sache muss ich noch eben ausschalten. Und das werden wir jetzt mal eben als erstes machen. Ich habe den Tieren noch, den Kühen in dem Fall, noch ein bisschen Wasser gegeben. Das hatten wir ja letztes Mal angefangen. Und jetzt gleich als nächstes hatte ich vor, mit dem New Holland zum Händler zu fahren und Mähwerke auszuleihen, damit wir Gras mähen können und dann entsprechend, warte mal kurz, beim Entladen stehen bleiben, aktiviert. Auf Spiel speichern. Kommt, weil ich gerade eben in den Tastenbelegungen drin war und da muss man ja immer speichern. So. Du bleibst also stehen, dann können wir nämlich jetzt hier rüber. Dann können wir nämlich, so, das wollte ich eigentlich sagen, die Wiese neben der Kuhweide abmähen und können wir hier so stehen lassen. Und daraus will ich ja ganz gerne zum einen Gras machen, natürlich, ganz normal, damit die Kühe schon mal was zu futtern haben jetzt. Und ich hatte mir gedacht, dass wir dann auch einen Teil zu Silage verarbeiten. Wir haben ja zwei Silos hier auf dem Hof. Ich weiß nicht, ob ihr die beim letzten Mal bei der ganz kurzen Hofrundfahrt, Rundtour, ob ihr die gesehen habt. Hier haben wir ja zwei große Silos in dem Fall sogar. Und da können wir natürlich ein bisschen was unterbringen. Die werden natürlich bei weitem nicht voll. Also nicht mal eins davon wird voll. So groß ist die Wiese nämlich auch nicht. Aber es sollte auf jeden Fall reichen, dass wir Gras und Silage haben. Und wenn das soweit erstmal durch ist, dann würde ich natürlich auch das Stroh vom Feld holen. So. Und Abmarsch. Das können wir natürlich erstmal einlagern. Das brauchen wir aktuell nicht für die Kuhweide. Aber wenn wir hier den Stall zur Linken, wenn wir den natürlich mit Kühen bestückt haben. Klingt auch irgendwie verkehrt. Dann brauchen wir natürlich Stroh. Und dafür können wir das natürlich schon mal ganz gut nutzen dann. So, müssen wir mal eben wieder gucken, ob hier von links was kommt. Das ist natürlich nicht so gut zu sehen. Das ist eher so, ja, uneinsichtig. Aber gut. Ich kann ja langsam fahren, dann sollte das passen. Ja, freut mich das Feedback unter der letzten Folge. Oder unter der ersten, wenn man es genau nehmen möchte. Ja, Daumen hoch, einige und auch Kommentare natürlich hier von Brigger und Micha an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, das wird hier eine ganz schöne, eine ganz runde Sache. So, ja, weitere Pläne sind, in naher Zukunft natürlich auch mal hier und da Missionen zu machen. Das heißt, die örtlichen Landwirte hier so ein bisschen unterstützen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe es in der ersten Folge gesagt, über 1,1 Millionen Schulden haben wir jetzt nach dem Hofkauf. Und die gilt es natürlich auch abzubezahlen. Und ich glaube, da kommen wir dann auch nicht drum rum. Ja, mal so ein bisschen Lohnerarbeit sozusagen zu machen. Ja, Nachbarschaftshilfe kann man es auch nennen, bezahlte Nachbarschaftshilfe in dem Fall. Müssen wir mal gucken, dass wir da natürlich, wenn wir unsere eigenen Sachen auf dem Laufenden haben, sprich die anderen Felder auch bestellt, dann können wir drüber nachdenken. Wir müssen auch noch Bodenproben nehmen. Precision Farming ist mit drauf. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Aber das, ich meine, das wissen wir alle, das geht ja relativ fix. Da schicken wir die Proben einfach ein und fertig. So. Hier haben wir Vorfahrt nach wie vor. Hat sich nicht geändert. Oder ist das nicht einfach schön? Ist das nicht einfach wunderschön hier? Jetzt mal ganz ehrlich. So, schauen wir mal, ob der Händler Zeit für uns hat.
Grüße. So, wir brauchen Mähwerke. Mähtechnik. Ja, das ist natürlich ein bisschen teuer. Wie gesagt, ich werde die auch mieten. Ich werde die jetzt nicht kaufen. Und ich sehe mich da bei dem Kuhn, weil das ist erstmal am günstigsten. Wäre natürlich auch nett. Ja. Aber es ist natürlich, was kostet das in der Miete? Was haben wir? Mieten. Das geht eigentlich, ne? Geht eigentlich. Aber wobei, wir nehmen das hier. Hätte ich fast auf Kaufen gedrückt. So, wo sind sie? Da sind sie, die beiden Guten. Ah, mit dem Kuhn machen wir nichts verkehrt. Da machen wir nichts verkehrt mit. Dankeschön und bis bald, ne? Ich bring's zurück. Hoffentlich auch heile. Mal schauen. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal am Laufen hier gleich. Dafür müssen wir ja sowieso einen Ladewagen mieten. Und im gleichen Atemzug können wir dann natürlich auch... So. Dann das Stroh mit, ja, einsammeln. Dann brauchen wir die nicht doppelt mieten, ne? Das wäre ja richtig Quatsch. Vor allem müssen wir die ganze andere Technik hier auch noch mieten. Mähtechnik, sag ich so, Schwader. Gut, das ist die ganze andere. Schwader und Ladewagen wäre es denn in diesem Fall. So. Schauen uns gleich mal an, wie groß die Wiese jetzt denn eigentlich ist. Und davon abhängig machen wir natürlich auch, wie groß der Schwader sein soll. Sagen wir mal, Ladewagen geht ja, weil das Rohfeld ist ja... Hallo? Kollege, da kommst du wohl vorbei, oder was? Ehrlich jetzt? Na gut. Das Strohfeld, da ist ja, das ist nicht so groß, da wird nicht so viel drauf sein, denke ich mal. Und die Wiese, die ist ja direkt um die Ecke. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, da brauchen wir jetzt nicht das größte Fahrzeug nehmen, beziehungsweise den größten Ladewagen. Aber mit dem Schwader wäre schon ganz nett, wenn wir da ein bisschen zeitig vorankommen. So will ich es mal ausdrücken. Und dann müssen wir uns natürlich noch Gedanken machen, was machen wir eigentlich auf die Felder rauf? Ich sage mal, da wir Hühner haben und ich jetzt eigentlich nicht jedes Mal Big Bags kaufen möchte, macht es natürlich Sinn, eins auf jeden Fall mit, ja, mit Hühnerfutter sozusagen, also mit Weizen oder Sorghumhirse zu versehen. Oder was war das noch? Gerste, glaube ich, ne? Ja, Gerste. Das würde natürlich Sinn machen. Also ein Feld auf jeden Fall. Es sind ja nicht so viele Hühner. Aktuell zumindest noch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, für die anderen Felder, da würde ich eigentlich ganz gerne auch irgendwas nehmen, wo wir dann auch ein bisschen Geld mit verdienen. Raps zum Beispiel. Ja. Vielleicht Sojabohnen. Da kommt natürlich nicht so viel runter, das ist mir klar. Aber das kannst du zu einem guten Preis verkaufen. Eine Produktion haben wir aktuell nicht. Das heißt, ich brauche da jetzt nicht darauf achten, dass ich irgendwas anbaue, was ich für eine Produktion verwenden kann. Da haben wir aktuell nichts. Und das wird auch noch einen Moment dauern. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich will das hier auch jetzt nicht so... ganz schnell, ganz groß, so wie auf der NF Marsch, ne? Da geht es ja schon eher darum, viel Kohle zu verdienen in kurzer Zeit. Auch wenn ich mich nach wie vor weigere, nur Ballenmissionen zu machen. Aber da ist ja schon eher ausgelegt,
ne, ein bisschen Vollgas. Jetzt können wir hier natürlich so ein ganz kleines bisschen entspannter machen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß natürlich noch gar nicht, wo hier die ganzen Einfahrten sind. Hier sieht mir das aus wie eine. Jo. Guck dir hier diese saftigen Wiesen an, ne? Runter von der Straße? Ich glaube. Guck dir das an. Das ist auch, habe ich den Eindruck, eine andere Grastextur. Ne, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ganz ehrlich, die sieht doch herrlich aus. Herrlich. Oh, der Kollege muss schon wieder entleert werden. Dann müssen wir das nochmal eben machen, schnell. Jo. Brüllt er wieder. Oho. Sehr schön. Ja, ich war doch ganz gut, beide Anhänger mitzunehmen. Da war erst noch die Überlegung da, ob ich einen am Hof stehen lasse. Wie habe ich denn das Fenster da oben aufgemacht? Moment. Oh, warte, ich mache das anders. Weil sonst stehe ich dem Drescher nämlich gleich im Weg. Ja, Kollege, ich bin ja da. Entspann dich. Na, wird das was? Ja, könnte gut gehen. Sehr schön. Machen wir hinten auch schon mal die Plane auf. Es gibt hier auf der Karte ja auch eine schöne Pferdezucht. Also die sieht ja wirklich gut aus. Ich muss allerdings dazu sagen, das war noch nie so meins, ne? Achso, bist du doch leer? Oh, ziemlich, ne? Na gut, dann stelle ich mich aber hier rechts hin. Sonst stehen wir nämlich gleich wieder im Weg. Wie gesagt, ich tue mich schwer mit Pferden. Das ist irgendwie... Andererseits sollen wir das vielleicht einfach mal ausprobiert haben in naher Zukunft hier. Dass wir den Hof auch mit übernehmen, wenn es hier alles läuft soweit. Und wenn natürlich die entsprechende Kohle da ist. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Auf der Weilchen im 19er, da bin ich ja im allerletzten Stream aus Gründen geritten. So, jetzt müssen wir hier gerade gucken. Einmal alles ausklappen. Dann alle anschalten. Hat er die hinteren jetzt gar nicht richtig ausgeklappt? Hat das so? Warte mal. Oder macht er das erst beim Runterlassen? Warte, ich guck mal gerade. Achso, okay, der macht das erst beim Runterlassen. Das war mir jetzt gar nichts. Nee, okay. Ist egal. Ich würde sagen, wir starten einfach. Schon versuchen, gerne so ein bisschen ordentlich zu machen. Ich glaube jetzt, wenn es gemäht ist, ist es wieder die normale Textur. Kann das sein? Wirkt jetzt auf jeden Fall gerade so. Haben wir uns natürlich jetzt ein bisschen platt gefahren da, ne? Oder? Ja, doch. Ein Stück. Steuerung V, wo bist du denn da? Oh, falsche Richtung. Bitte da lang. Dankeschön. Ah, ich glaube, eigentlich brauchen wir das gar nicht, weil mit dem Schwader kommen wir ja auch nicht in die Ecken rein.
Ich fahre jetzt einfach im Bogen, sag ich mal gleich. Der New Holland ist auch recht schick, oder? Ich sag's ja immer wieder, eigentlich, ich erwische mich auch selber dabei natürlich. Man nimmt irgendwie immer oder oftmals die gleichen Fahrzeuge, wie eigentlich immer, so ein bisschen aus Gewohnheit vielleicht. Ich weiß nicht, geht euch das da auch so oder nur mir? Also ich erwische mich doch schon oft dabei, eigentlich immer so das Gleiche zu nehmen. Von daher, ich meine, gut, den MB-Truck, ja, habe ich auch sehr oft. Ich habe auf der End of Mars einen MB-Truck. Ich habe im 19er gefühlt in jedem Projekt einen MB-Truck gehabt. Auf der Hof Bergmann hatte ich einen. Boah, was habe ich denn noch gespielt im 19er? Ist schon so lange her. Auf der Hopfach hatte ich einen. Ja, doch, erwische ich mich immer wieder. Dass ich aber selber auch immer sage, wenn ich dann mal ein anderes Fahrzeug habe, ey, man kann ja auch mal was anderes nehmen und irgendwie im nächsten Moment, im nächsten Projekt oder in einem anderen Projekt kaufe ich dann wieder einen Traktor, den ich eigentlich immer habe. Können wir jetzt hier mal versuchen, anders zu machen, falls wir einen zusätzlichen Traktor irgendwann mal kaufen sollten oder einen ersetzen, dass wir dann nicht irgendwie so den Fendt wie immer nehmen, sondern dann vielleicht vielleicht auch mal ein Massey Ferguson, habe ich auch nicht so oft, oder ein Valtra. Valtra habe ich auch nicht so oft. Demnächst kommt ja auch das Kubota DLC. Vielleicht ist da ja auch was Schickes dabei. Andere Traktoren dabei? Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, doch, ich glaube, da waren welche dabei. Naja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. So, würde ich aber sagen, ein Vorgewende mache ich noch, oder? Ja, doch. Komm, eins machen wir noch. Man hat sich jetzt für eine Wiese hier fast gar nicht gelohnt. Moment. Wenn schon, denn schon. Weiß jemand von euch, wie das in echt eigentlich ist mit dem Heckmähwerk hier? Ist es theoretisch möglich? Wir müssen schon wieder abtanken. Nur eine Seite runterzulassen. Geht das vom Grundsatz her? Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also hier auf dem Haferfeld kommt echt gut was runter, ne? Aber wir können halt mit dem Hafer nichts anfangen. Wahrscheinlich erst dann, wenn wir tatsächlich die Pferdezucht haben. Aber das wird natürlich noch dauern. Also so lange wollte ich den jetzt auch nicht einlagern. Den würde ich dann eher verkaufen und gut ist. Na komm, kleine Stunde. So Freunde, dann sind wir aber auch schon wieder am Ende der Folge. Dann sollten wir aber in der nächsten Folge auch soweit sein, den Kühen Gras und ja, Gras, mehr brauchen sie ja aktuell nicht, Gras anzubieten. Also was heißt, mehr brauchen sie nicht, mehr haben wir nicht zur Verfügung, sagen wir es mal so. Wir könnten natürlich auch sagen, nö, wir wir machen ein bisschen Heu hier raus. Also teilweise Gras, teilweise Heu.
Das ginge natürlich auch, aber ich... Nee. Lass uns mal, dann geht's schneller jetzt erstmal. Gras und Silage machen. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde. Macht's gut und ciao, ciao.